Terica Joy Smith ist eine Autorin, die 2019 den mutigen Schritt wagte, die Zeitschrift Eden and Vine zu gründen, die auf dem Glauben an Jesus basiert. Aus dem Wunsch heraus, ihre Liebe für Gartenarbeit und Fotografie mit ihrem Ziel zu verbinden, den Glauben an Jesus von Frauen zu fördern, wurde diese wegweisende Veröffentlichung geboren. Durch das Kultivieren von Schönheit und Wahrheit im Alltag bietet Eden and Vine nicht bloß Inspiration für den Garten, sondern praktische Anleitung, wie man zu jeder Zeit einen reichen Segen finden kann. Bitte heißen Sie Terica Joy Smith willkommen. Terica, hallo, willkommen. Danke, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Ich schaue mir gerade Ihre Zeitschrift an. Sie ist sehr ansprechend gestaltet. Das ist eine wunderbare Sache, die Sie tun. Aber für die, die Ihre Arbeit nicht kennen, erzählen Sie uns ein bisschen von sich. Ich bin eine Mama und eine Ehefrau. Ich mache Homeschooling mit unseren Kindern. Ich lebe in den Hügeln von Tennessee und vor einigen Jahren berief Gott uns zu dieser lebensspendenden und schönen Aufgabe. Sie bereitet uns viel Freude. Wir tun sie hier von den Hügeln aus mit einem kleinen Team, einfach als ein Akt der Anbetung und des Gehorsams. Großartig. Damit ich mir ein Bild davon machen kann, Sie haben eine eigene Farm bei Ihrem Haus? Ja, das haben wir. Früher hätte diese Aussage 90% aller Amerikaner, beispielsweise meine Großeltern, in Schrecken versetzt. Aber sie leben auf einer Farm und sind dort zu Hause. Wir bewirtschaften eine Hobbyfarm. Wir haben Hühner und Pfaue und wir hatten auch schon Ziegen und Pferde. Das passt gut zu unserer Homeschool-Atmosphäre. Die Kinder lieben es. Sie erledigen Farmarbeiten und das gehört zu ihrem Lernplan. Wir bringen keine großen Ernten ein oder so etwas in der Art, aber wir haben definitiv viel Spaß. Wie passt das mit Ihrer Zeitschrift und Ihrer Mutterrolle zusammen? Wie kombinieren Sie das alles? Es passt alles wunderbar zusammen, ob Sie es glauben oder nicht. Die Farm bildet die Kulisse für alles, was wir tun. Gärten anzubauen, die Tiere zu pflegen, das bietet uns die Szenen für unsere Fotografien. Es liefert uns auch die meisten unserer Inhalte, denn wir sind zwar eine christliche Publikation, aber auch eine Gartenzeitschrift. Viele der Lektionen, die wir lernen, entspringen in unserem eigenen Garten. Es gibt keinen besseren Weg, solche Inhalte zu vermitteln, wie wenn die eigenen Hände in der Erde stecken. Es ist eine wunderschöne Partnerschaft. Und wie verbindet sich diese Farm- bzw. Gartenarbeit mit Ihrem Glauben? Das ist etwas, in dem Gott mir in den letzten Jahren wirklich die Augen geöffnet hat. Wenn man beim Bibellesen darauf achtet, sieht man, dass es in der Bibel von Anfang bis zum Ende von Botanik und Gartenbeispielen nur so wimmelt. Das Leben selbst begann in einem Garten. Später wurde Jesus in einem Garten begraben, in einem Gartengrab, wie bekannt ist. Wir lesen von einem Garten im Paradies und vom Garten Gethsemane, wo Jesus oft betete. Deshalb erwähne ich Leuten gegenüber immer wieder halb scherzhaft, Gärten müssen Gott aber ungeheuer wichtig sein, denn sie bilden die Kulissen für viele der schönsten oder wichtigsten Szenen, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Ja, ich glaube, das stimmt genau. Man muss auch nur mal an die Metaphern und Gleichnisse von Jesus denken. Damals hatte quasi jeder eine eigene Farm. Selbst wer kein Bauer war, baute im Garten Gemüse, Gewürze und dergleichen fürs Kochen an. In vielen Ländern ist das immer noch so. Jesus sprach die Sprache der normalen Menschen. Ich habe den Eindruck, dass bei vielen Menschen das Gefühl eines geistlichen Verlusts mit dem Naturverlust verbunden ist. Das gilt besonders für Großstadtbewohner und dicht bevölkerte Gegenden. Beispielsweise leben hier in Orange County 3,6 Millionen Menschen, alle im Vorstadtbereich von Los Angeles. Millionen von Menschen zusammengepfercht. Es leben mehr Menschen im Großraum Los Angeles als in Schweden. Es ist interessant, das zu bedenken. Es gibt nicht viel Platz für Farm und Garten. Das heißt, wenn Sie über das Gärtnern sprechen, gibt es viele Menschen an Orten wie New York oder Los Angeles, die Ihre Zeitschrift mögen und einen Weg finden wollen. Wie kann ich in meinem winzigen Pflasterstein-Hinterhof einen Garten anbauen? Ja, davon gibt es viele. Darauf richten wir einen Großteil unseres Augenmerks, wie wir allen dazu verhelfen können, ganz gleich, wo sie leben, ihr eigenes Eden zu kultivieren, wie wir es nennen, in Verbindung mit dem wahren Weinstock Jesus. Entsprechend behandeln wir auch ganz simple Dinge, wie in etwa das ganze Jahr hindurch einen Wintergarten zu führen. Einfach durch das Heimdekor oder vielleicht ein kleines Kräutergärtchen auf einem lichten Fensterbrett. Es gibt viele Wege, wie man das tun kann. Wir werden kreativ und wollen besonders Frauen ausrüsten, das eigenständig zu praktizieren. Es ist in jeder Größenordnung möglich. Man braucht definitiv nicht einen ganzen Acker. Ein Fensterbrett reicht schon. Es geht sogar ganz ohne Licht. Wie gesagt, es gibt viele Wege. Es kommt nur darauf an, kreativ zu werden.
Super. Mich begeistert auch, dass Sie davon sprechen, bewusst den Glauben zu pflegen. Sprechen Sie auch mehr darüber. Wie ermutigen Sie heutige Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ihren Glauben nicht gut pflegen? Die Glaubenspflege ist im Grunde nichts anderes als die Gartenpflege. Sie erfordert Saat, sie erfordert Fürsorge, sie erfordert Zeiten der Ruhe. Wiederum sehen wir in der Bibel, wie Jesus diese Begriffe benutzt, um uns im Glauben zu ermuntern. Wie sieht es aus, in Bezug auf den Glauben zu säen? Wie sieht es aus, Nächstenliebe zu säen? Wie sieht es aus, Zeit und Aufmerksamkeit in unseren Familien zu säen? Wir sehen also immer wieder, dass unsere Glaubenspflege im Grunde nichts anderes ist als die Gartenpflege. Das begeistert mich so an der Gartenarbeit. Und deshalb dreht sich unsere Zeitschrift um dieses Thema, weil es so viele Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen den beiden gibt. Sie erfordern beide zwar viel Arbeit, aber gerade in dieser Arbeit ist so viel Schönheit zu finden. Ja, viele Menschen sehen ihren Glauben nicht als etwas an, für das sie sich Mühe geben, so wie für einen Sport oder einen Garten zu pflegen. Aber in der Bibel wird der Glaube mit solchen Dingen verglichen. Der Glaube erfordert echte Arbeit. Er erfordert Mühe und Beständigkeit. Eine Pflanze, die man nicht bewässert, geht ein. Das stimmt genau. Es erfordert viel Arbeit, aber die besten Dinge im Leben sind die, in die wir Mühe stecken und uns investieren. Erst dadurch lernen wir, sie richtig zu schätzen. Genauso ist es mit unserem Glauben. Ich pflege viele Rosen. Ich scherze gerne darüber. Sie umringen meine ganze Veranda und sie sind sehr zeitaufwendig. Das Beschneiden, das Düngen, die Bekämpfung von Krankheiten. Aber sie sind das Hübscheste, was ich anbaue. Die Dinge, in die wir am meisten Arbeit stecken, sind im Endeffekt wahrscheinlich immer die Dinge, die am schönsten sind. Apropos Schönheit, Eden und Wein ist eine wirklich schöne Zeitschrift. Ich bin so dankbar, hier heute mein eigenes Exemplar haben zu dürfen. Terica Joy Smith, ein herzliches Dankeschön. Werfen Sie mal einen Blick in diese neue Zeitschrift, Eden and Vine. Sie wird Ihnen bestimmt gefallen. Wir wissen zu schätzen, was Sie alles tun, um uns zu helfen, unsere Gärten und unseren Glauben zu pflegen. Dankeschön.